Jo, liebe Leute, ich begrüße euch recht herzlich und ich muss mich vorneweg schon mal bedanken, liebe Leute. Ich bin mit dem letzten Video in die Trends gekommen, in die deutschen YouTube-Trends, Leute. Und das bestätigt mich einfach. Ich lade jeden Tag hier wie ein Verrückter Nintendo-Videos hoch. Natürlich ganz viel Mario-Kram und das wird auch weiterhin so bleiben. Aber ich will heute mal ein Video über Pokémon machen. Denn Pokémon begleitet mich schon mein ganzes Leben. Ich liebe es einfach. Und deswegen habe ich mich mit dem Akata mal zusammengesetzt. Und wir haben uns einfach mal die Frage gestellt, was sind eigentlich die hässlichsten Pokémon? Deswegen vergisst auf jeden Fall nicht, den ersten Link in der Videobeschreibung abzuchecken. Dann kommt ihr auf Akatas Video. Dort haben wir auch nochmal drei hässliche Pokémon aufgezählt. Natürlich haben wir uns ein bisschen inspirieren lassen von Lennificate und auch Mythos of Gaming. Und deshalb gehen auf jeden Fall Props raus an die beiden. Und ich würde sagen, wir beginnen mal mit dem ersten Pokémon. Ja, Leute, um gleich ein bisschen schon mal Hate wegzulassen. Die siebte Generation oder die neue Pokémon Sonne und Mond. Ich weiß nicht, die ganzen Pokémon auch schon in den Trailern. Ich fand sie einfach fast alle extrem hässlich. Eigentlich schade, weil sie hatten sehr viel Potenzial, dort richtig geile, neue, innovative Pokémon-Designs rauszubringen. Aber nein, Leute, wir kriegen anstatt das einfach ihn hier. Ja, Leute, ihr habt richtig gesehen, den hier. Mit diesem Grinsen guckt er uns an und lacht uns aus. Und ich finde das nicht irgendein Grinsen. Das ist ein richtiges, schelmisches, herabblickendes und hinterhältiges Grinsen, was Knirfisch uns da gegenüber bringt. Knirfisch ist auch ein Wasser-Psycho-Pokémon, was eventuell auch den Blick irgendwie erklären würde. Außerdem kommen dazu noch diese extrem hässlichen Farben und der Pokédex-Eintrag, der wird euch umhauen. Und zwar kann er ein unangenehmes Zähneknirschen ertönen lassen und er kann mit seinen Zähnen sogar die Schale von Muschas knacken. Und er zerkaut auch seine Beute mit diesen Zähnen. Auf jeden Fall zählt Knirfisch zu eines der hässlichsten Pokémon. Als nächstes Pokémon habe ich für euch Charloco und Panikon. Ich weiß, Leute, das ist zwar nur eine Übergangsform, und zwar entwickelt sich Wampel ab Level 7 in ein Charloco oder in ein Panikon. Aber dennoch habe ich ein Problem mit diesem Design, beziehungsweise mit diesem Pokémon, weil es zwei Plätze im Pokédex wegnimmt. Und zwar, dass sie beide verdammt gleich aussehen und beide verdammt hässlich. Ich meine, was an einem Kokon soll irgendwie ansatzweise gut aussehen? Ich kann zwar verstehen, dass Game Freak ein bisschen Kreativität reinbringen möchte und halt sozusagen dieses Zufallsprinzip einbringen wollte, aber warum ist da eine Entwicklung nötig, die absolut keinen Sinn ergibt? Vor allem, weil die Zuschauer meistens nicht mal wissen, welches Charloco oder Panikon ist. Ich wette, 50% von euch wissen nicht mal, was momentan auf dem Bildschirm eingeblendet wird. Und das sind nur 50%, weil die anderen 50% einfach richtig geschätzt haben. Und außerdem dachte ich immer daran, als ich dieses Pokémon gesehen habe, dass es irgendeine Fliege wäre, die irgendwie in einem Spinnennetz gefangen wäre. Was zur Hölle sollen diese komischen Stacheln sein? Dieses Ding will doch eh niemand anfassen. Aber okay, ich glaube, ich habe genug gehatet. Ich glaube, wir sind uns einig, dass diese beiden Pokémon einfach nur absolut hässlich sind. Nasgnet aus der dritten Generation war eines meiner Lieblingsgestein-Pokémon. Auch wenn es damals schon extrem hässlich war, weil es schon eine größere Nase im Gesicht auf einmal so hatte, aber trotzdem war es irgendwie cool. Aber Leute, eine Generation später in der vierten, bei Diamant und Pearl, was haben sie sich dabei gedacht? Was haben sie aus Nasgnet gemacht? Die Entwicklung, Voluminas, Leute, wie sieht das bitteschön aus? Also ganz ehrlich, das Pokémon besteht nur noch aus Nasen. Und dann noch dieser komische, starre Blick und dazu noch dieser ultra hässliche Schnauzer. Mit der Entwicklung wurde Nasgnet dann zu Voluminas und auch hat es den Typ Stahl dazu bekommen. Und laut dem Pokédex soll Voluminas extrem starke Magnetströme ausstrahlen, die sogar Elektrogeräte in der Nähe kaputt machen. Und fast in jedem Pokédex-Eintrag steht, dass er mit Hilfe seines Magnetismus kleine Einheiten steuern kann, die sich Mini-Nasen nennen. Was höchstwahrscheinlich diese drei komischen Nasen da sind, die an ihm kleben. Das Ding ist ja, man sieht es ja an seinem Design, es hat ja nicht mal Beine. Und es steht auch in Pokémon Mond, dass sein Körper sich selber gar nicht bewegen kann. Um seine Beute zu fangen, steuert es drei kleine Einheiten, die sich Mini-Nasen nennen. Also er kann sich nicht mal bewegen, sondern nur mit diesen drei kleinen Mininasen und seinen magnetischen Kräften. Ja, Leute, also mir macht das Format extrem Spaß, mal ein paar Pokémon-Sprites bzw. ein paar Designs auf die Schippe zu nehmen. Wir haben wirklich viele gefunden, die eigentlich es würdig wären, in ein Video zu kommen. Aber wir wollten erstmal drei machen, um zu sehen, wie es denn ankommt bei euch. Deswegen, wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert einfach den Kanal und einen Daumen nach oben, damit ich sehe, ob es euch gefällt. Und falls ihr noch Vorschläge habt zu hässlichen Pokémon, würde ich mich natürlich über einen Kommentar freuen. Das wäre natürlich optimal. Und vergesst nicht, den ersten Link in der Videobeschreibung abzuchecken. Dort kommt ihr nämlich zu dem Akata, der auch richtig knackige Nintendo-Videos macht. Und dort haben wir auch drei extrem hässliche Pokémon aufgenommen, die sich auf jeden Fall lohnen, nochmal abzuchecken. Ansonsten wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen Tag, Leute. Haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.